So, hallo und willkommen. Wir schauen uns hier von Diablo 3 Reaper of Souls mal die Spielemodi an. Wie ihr seht, gibt es Adventure und Campaign. Campaign ist die normale Kampagne und Adventure ist der neue Modus, der sehr, sehr spannend ist. Denn könnt hier neben den Schwierigkeitsgrad, ich hätte mal anschauen, also wir versuchen jetzt das vorletzte zu spielen. Denn Torment ist noch zu hart, da fehlt uns noch einiges an Gear. Daher wählen wir das vorletzte aus. Das ist so ähnlich wie das MP-Level aus dem alten Diablo 3. Im Add-on haben sie es ein bisschen umgeändert. Und danach starten wir dann direkt das Game. Also Adventure zuerst gewählt. Dann in der Mitte könnt ihr eh nichts wählen. Und dann eben den Schwierigkeitsgrad. Und wenn ihr das gemacht habt und das Game anschließend startet, dann befindet ihr euch in irgendeinem Akt. Das ist aber soweit kein Problem. Denn ihr könnt einfach mit der Taste M die Map öffnen und von dieser Map aus könnt ihr euch auch zwischen die Akte hin und her teleportieren. Also wir werden uns das gleich anschauen, wie das im Detail aussieht, aber das ist eine ganz, ganz nette Idee oder sagen wir wirklich ein Top-Feature, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt in einem Game drin und ich suche mir jetzt, ich möchte aber ein anderes Adventure spielen. Also mal kurz zur Erklärung, Adventure, das Abenteuer ist, ihr habt verschiedene Aufgaben. Meistens 5 an der Zahl, die sind auf der Karte mit einem Ausrufezeichen markiert. Dort könnt ihr euch direkt hin teleportieren und dann seht ihr im Questlog an der rechten Seite praktisch, was ihr zu erledigen habt oder was eure konkrete Aufgabe dort ist. Sobald ihr das geschafft habt, wird das abgehakt und wenn ihr alle 5 geschafft habt, dann habt ihr das Adventure erfüllt und bekommt natürlich einen Bonus. Wie ihr seht, ich möchte gerne im ersten Akt spielen, daher teleportiere ich mich direkt in den ersten Akt. Und dort starte ich dann mein Adventure, das ist also meine Aufgabe unter Anführungszeichen. Wir sind hier direkt in eine reingezoomt, sage ich mal. Und hier auf der rechten Seite seht ihr schon, was ihr machen müsst. Das variiert immer die Aufgaben von tötet 50 Mobs oder tötet 100 Mobs oder tötet diesen Boss bis hin zu begebt euch dort und dorthin. Also meistens sind es 2 bis 3 Mini-Aufgaben und dazu, die könnt ihr praktisch in um die 5 Minuten erledigen. 5 Aufgaben müsst ihr insgesamt erfüllen. Wenn ihr das dann alles erledigt habt, gibt es immer wieder Questbelohnungen, sehr, sehr viel XP und natürlich am Ende, was wir euch am Ende auch zeigen werden, wieder diese Beute, das Beutesäckchen, wo auch Legendaries und sonstige Materialien drin sein. Während des Adventures kann einiges passieren, wie ihr seht, gibt es so eine rote Kiste. Wenn ihr diese öffnet, dann erscheint ein Elite-Gegner und ihr habt eine bestimmte Zeit, diesen Gegner praktisch auszuschalten und da könnt im Anschluss die Kiste dann auch direkt öffnen. Und wenn ihr sie dann öffnet, kommen natürlich gelbe Items raus oder ihr habt halt eine Chance auch immer wieder auf ein Legendary. Zu dem Loot 2.0, was auch aktuell schon auf der Konsolenversion aktuell ist oder sagen wir mal aktiv ist. Es droppt wesentlich weniger, aber dafür wesentlich bessere Items. Also besser sei jetzt mal dahingestellt, aber wesentlich weniger, wie ihr schon sehen könnt. Ihr müsst nicht beliebig viele Gegenstände aufsammeln, sondern wirklich, wenn es droppt, nehmt ihr es einfach mit. Ihr müsst, könnt es dann dissen, ihr braucht das ohnehin für die Entzauberungen und für sonstige Fähigkeiten und sonstige Materialien. Wir hatten jetzt gerade auch Glück, es war auch ein Legendary dabei, ein kleines Schwert. Das werden wir uns dann am Ende ansehen. Und wenn ihr jetzt den Gegner jetzt getötet habt und eure Aufgabe erledigt ist, dann könnt ihr euch direkt in die Stadt teleportieren, euer Questlog, wenn ihr alle 5 Aufgaben erledigt habt, direkt abgeben und dann bekommt ihr so ein Säckchen. Wenn ihr das öffnet, dann sprudeln die Items nur so raus und ihr könnt diese dann picken und dann genau nachschauen, was ihr bekommen habt. Eine sehr, sehr nette Idee, vor allem lässt sich alles in 30 Minuten circa erledigen. Es gibt sehr viel XP, ihr könnt es mit einer Gruppe machen, also sicher eines der Top-Features für das Diablo-Add-on.